Eier liegen. Seid ihr dabei, wenn ich mal meine Freundin anrufe, ob sie schon weiß, dass wir einen neuen Spieler angezogen haben? Ich habe das nämlich schon vorbereitet. Ich will sie damit überraschen. Wir haben heute die Bestätigung gekriegt, dass dieser Julia Matarini, den argentinischen Spieler, dass der kommt heute, unterschrieben hat. Und da sie ja heute den ganzen Tag beschäftigt war, ob sie überhaupt schon Fußballnachrichten gesehen hat, ich werde sie mal gleich anrufen. Gell? Nummer kenne ich natürlich noch nicht auswendig. Ich rufe das erste Mal auf Festnetz an. Normalerweise bin ich ja eher der Handymensch, aber mit dem fühle mich ja. Mal gucken, ob sie das schon weiß. Ich stelle sie dann gleich mal auf laut. Mal gucken, ob wir sie überraschen können. Hallo, mein Hase. Hi, mein Schatz. Ich hoffe, ihr könnt sie hören. Du bist nämlich live. Ja. Ich habe dich in meiner Sendung drinne. Da du ja leider nicht hier sein kannst heute, habe ich gedacht, ich komme per Telefon zu dir. Ja. Du warst ja wahrscheinlich heute so beschäftigt, hast noch gar keine Fußball-News gekriegt, ne? Nee, habe ich nicht. Ja, wir haben einen neuen Spieler. Hast du schon gehört? Nein. Ja, siehst du, mit dem möchte ich dir heute was erzählen. Wir haben nämlich diesen Julian Matarini heute verpflichtet, über den wir schon letztes Mal gesprochen haben. Okay. Diesen argentinischen ja, Defensivspieler, der spielt Innenverteidigung und rechtes, ja, quasi rechte Verteidigung. Ja. Der kann quasi auf der Position von Stark, Veljkovic und Friedl eingesetzt werden und Jung. Der kann in der Innenverteidigung auf beiden Seiten spielen, also rechts wie links. Und der hat in der Nebenposition spielt der rechte Verteidiger. Das heißt, wenn man den ein bisschen aufbaut, dann könnte der den Weiser ersetzen, sollte der uns am Saisonende verlassen. Okay. Der ist 22 Jahre alt, hat wohl einen Vierjahresvertrag gekriegt. Klingt doch gut. Ja, Werder muss tief in die Tasche greifen, die zahlen bis zu 2 Millionen für den. Oha. Ja, aber den müssen sie scheinbar gescoutet haben und für gut befunden haben. Da wird sogar der Ex-Werder Bremen-Spieler, der Walson Valdez, der wird sogar reaktiviert für ihn, weil die dieselbe Sprache sprechen. Dann rückt er sogar für das halbe Jahr in das Mannschaftsteam auf, dass er quasi als Übersetzer für ihn da ist. Okay. Das heißt, kannst du dich an den noch erinnern, an den Spieler? Das war mal ein Stürmer bei Werder. Kann sein, ja. Der ist so ein bisschen für die U23 tätig gewesen und so ein bisschen im Verein für die Jugend macht er ganz viel. Und der rückt jetzt für den Spieler auf, damit der besser integriert werden kann. Okay. Der wird wahrscheinlich auch noch nicht eine Startelf-Aktion sein und muss erstmal ankommen, wie das denn eben so ist. In Bremen, da kriegen sie ja meistens auch mal so ein halbes Jahr Zeit, um anzukommen. Das heißt nicht, dass wir ihn unbedingt gleich auf dem Platz sehen werden und wenn dann nur für wenige Minuten. Das hat Fritz schon gleich gesagt, da sollte man die Erwartung ein bisschen dämpfen. Aber soll wohl ein Riesentalent sein. Das klingt doch gut. Ja, eigentlich klingt das richtig gut. Und so Ablösesummen werden da vielleicht geholfen. Der hat auch in Argentinien schon für die U23 Nationalmannschaft gespielt. Sein Ex-Club ist der Club, muss ich ablesen, Defensa Justicia. Okay. Du weißt ja, ich und Namen, ne? Ja, weiß ich, Geburtsort ist Córdoba. Der ist am 31.05.2001 geboren okay. und ist jetzt damit 22 Jahre alt. Ja, noch recht jung. Ja, wer da will jetzt junge Leute haben, damit sie die nachher teuer verkaufen können, wenn er durchzünden sollte. Der hatte da jetzt 84 Einsätze. Viel. Ja, hat aber in 84 Einsätze. Rat mal, wie viele Tore der geschossen hat. Sechs, sieben. Lass mal eine kleine Lücke. Vielleicht können die Zuschauer das ja beantworten. Der hat ein Tor geschossen. Okay. Ist natürlich auch ein Abwehrspieler, ist nicht seine Aufgabe. Raten mal, wie viele Torvorlagen der gemacht hat.
Schallt das so? Kann man das gut hören? Ich muss mir das Video nachher mal angucken, ob das schallt. Der hat eine Torvorlage gemacht. Ist auch nicht viel. Hase, bist du in irgendeinem Raum, wo das schallt? Nein. Okay, ich muss mal ein kleines Experiment machen. Ich glaube, das schallt ein bisschen. Ich mache mal eben den Lautsprecher auf aus. Und dann rede nochmal. Hörst du mich? Aber jetzt hört ihr sie nicht mehr, ne? Muss ich doch wieder den. So, ich habe dich wieder auf laut. Kann ich das leiser machen? Kann ich das leiser machen? Ne, kann ich auch nicht leiser machen. Bist du noch dran? Ja, bin ich. Okay, du bist noch dran? Ja. Okay. Müssen wir mal so durchziehen, muss ich mal gucken, und nachher, ob ich das Telefon leiser kriegen kann. Rat mal, wie viele gelbe Karten der hatte in den 84 Spielen. Sechs, sieben. 16 gelbe Karten. Oha. Ja. Der hatte 0 rote und gelbe Karten. Also wenn du quasi gelb-rot hattest, hat er keine gehabt. Und rat mal, wie viele rote Karten er hatte in den 84 Einsätzen. Auch eine Zahl raus. Eins. Eins. Ja, gelbe Karten kannst du verzeihen. Der ist Abwehrspieler, also der sollte schon gelbe Karten haben, sonst würde ich mir da Sorgen machen. Für Tore schießen ist er nicht gekauft worden. Der hat 4877 Minuten auf dem Feld verbracht. Der soll mit 1,91 Meter ein Kopfballungeheuer sein. Ja, das ist doch gut. Und hat einen starken rechten wie auch linken Fuß. Also da können wir von ausgehen, dass der wohl ein bisschen Eingewöhnungszeit braucht und erstmal so Kurzeinsätzen vielleicht kommen sollte. Je nachdem, wie die Abwehrlage sich bei Werder ja verbessert oder verschlechtert. Aber aufgrund der Sprache, weil der überhaupt kein Deutsch kann, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt Englisch kann, wird das ja ein Problem werden, den musst du ja erstmal ja integrieren, ne? Ja. Ja. Und sonst ist bei euch alles gut. Ja. Gut, mein Hase, dann wünsche ich euch beiden heute eine schöne gute Nacht und dann sehen wir uns ja am Wochenende. Ja, ich freue mich Und schon. Hase, du bist im Video. Ich weiß. Willst du noch den Zuschauern irgendwas sagen? Nö. Nein? Okay. Ja. Gut, dann sage ich Tschüss, ne? Ciao, mein Schatz.